Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben LS19-Freunde. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen hier auf meinem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal LS19TV zum Thema LS19 Farming Simulator 2019 und den Spline vom Zug. Ja, mein lieber Kevsan, ich habe dir versprochen, dass du ein ganz kleines Video bekommst. Ich habe immer gesagt, ne, wo Hilfe benötigt und sich mit dem Video leichter tut, bekommt ein kleines Video von mir. Man versteht sich ja von selbst. Wird nicht allzu lang dauern, die ganze Geschichte. Ich habe ja schon mal so ein kleines Tut drüber gemacht. Ich weiß allerdings nur noch nicht, ob ich auf das Thema eingegangen mit der Spline, wie man die genau richtig verlegt. Auf alle Fälle hast du das Problem, wenn du die Spline hier an diesem Gleisbett entlang verlegst, vom Zug, und die ganze Geschichte, dann muss man am Ende exportieren, dass der Zug dann irgendwo, zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, hier oben fährt, ne? Also praktisch 5 Meter über dem Gleis. Da gibt es eine Sache zu beachten bei der ganzen Geschichte. Und zwar, wir erstellen ja unter Create und das Spline, erstellen wir uns ja eine neue Spline. So, wenn wir da mal auf und zu machen. Jetzt haben wir die ja hier. Jetzt dürfen wir die natürlich nicht mit SDGR und B da aufs Gleisbett setzen. Weil wir bekommen die nicht mehr auf den Nullpunkt zurückgesetzt, beziehungsweise wenn wir sie jetzt zurücksetzen, dann stimmt die nicht mehr, wo sie sein soll, von der Höhe und von der Position und von der Rotation her. Man darf nur den Startpunkt, Mittelpunkt und Endpunkt verschieben. Und zeige euch jetzt, wie es geht. Ne? Man friemelt jetzt einmal hier runter auf die Nullachse runter. Sonst sieht man ja nicht, weil das ja so knapp zusammen ist hier. Wenn wir die Maus mal ein bisschen schneller machen, glaube ich, dann tun wir uns leichter. Na, komm mal her, hier. Friemelt meist einmal da entlang. Also du friemelst halt da runter, ne? Auf dein Grid. Und dann siehst du eh hier Start und Endpunkt, ne? Dann klickst du hier, sind die drei Punkte, was du hast. Klickst du hier den Startpunkt an. Wenn er sich anklicken lässt, heißt es. Verschieben wir das einmal hier. Oder wir löschen es einfach raus, ne? Tun wir uns leichter. So, dann klicken wir nochmal den nochmal an, löschen wir den weg und dann löschen. Jetzt haben wir sie. So, dann klickt man hier den Startpunkt an. Gehen dann auf unser Gleis hin, wo wir hin wollen. Ich friemel da jetzt nicht wieder zurück aufs Gleisbett, ne? Oder ja, können wir auch zurückfriemeln aufs Gleis. Klickst den an. Dann gehst du auf dein. Jetzt. Ja, nicht so viel Problem. Na, jetzt hat er wieder alles markiert. Ah, geh weg hier. Jetzt da. Rückgängig. Hat er nichts markiert. Oh. Wahnsinn. Furchtbar. Mal wieder runtergehen hier. Mit das Umschalten da, das ist nervtötend. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. So, gehen wir wieder da runter. Auf unsere Spline hier. So, jetzt haben wir sie. Klickt man hier unseren Startpunkt an. Jetzt haben wir ihn. Dann suchst du dein Gleis, was du hast. Aber in dem Fall haben wir es ja da hinten, ne? So. Hier haben wir sie. Dann drückst SDGR und B und drückst einmal die Maustaste, lässt los, drückst nochmal die Maustaste und lässt wieder los. So. Jetzt hast du schon mal hier den Startpunkt. Jetzt gehst du wieder runter aufs Grid. Gehen wir wieder runter hier, den können wir mal zumachen, ne? So. Suchst du den Endpunkt, also dieser hier. So. Gehen wir wieder aufs Gleis zurück. War man da, war man.
Hier ist er. Klickst du auf den Endpunkt mit STG und B. Platzierst ihn wieder auf dein Gleisbett und dann gehst du runter, wieder aufs Grid. Suchst du den Mittelpunkt. Der ist ja hier, der Mittelpunkt. Klickst ihn auch an. Da sind wir daheim. So, und klickst ihn auch auf die Mitte vom Gleisbett. So, jetzt hast du den Punkt da, ne? Muss natürlich ganz genau in der Mitte drin sein, sonst stimmt der Zug nicht, wo er rollt. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, ist, wenn wir unsere Spline wieder anklicken hier und gehen wir da Attributes rein, dann siehst du, ne, er ist noch genau auf der Nullachse. Also praktisch, ne, alle Werte sind auf Null. Und jetzt kannst du ganz normal deine Spline verlegen. Klickst dir deinen Startpunkt an, duplizierst den und schiebst ihn halt dann immer dahin, wo du ihn brauchst. Kannst mit der Ins-Taste, ne, erzeugst den nächsten Knotenpunkt und dann schiebst ihn einfach dahin, wo du das brauchst. Machst dann immer wieder, bis du da hast, bis du halt deine Strecke verbaut hast. Machen wir mal so ein kleines Ding hier. So. Ja, so schaut in der Geschichte aus, wenn du deinen ganzen Zug verbaut hast. Und am Ende musst du halt zuschauen, nicht, dass du praktisch schön zusammen bist. Man muss ja so knapp zusammen sein. Und dann drückst du die Taste O, dann ist das ein Loop und dann ist das ganze Ding fertig. So. Ich hoffe, ich konnte dir so helfen, dass du weißt, wie das jetzt funktioniert. Also, das ist praktisch ganz wichtig, dass du nicht die Spline mit STG und B irgendwo hinkaust auf dein Gleisbett, sondern die einzelnen Punkte hinschiebst, dass hier drinnen praktisch in die X-Achsen und die Rotationsachsen überall die Null drin hast. Wenn es ist, dann kommst du halt mal schnell in Discord rein. Steht unten hier unten, ne? Einfach da unten in der Videobeschreibung auf mehr klicken, dann landest du ja, bekommst einen Discord-Link, klickst du drauf, musst du bestätigen, etc. Ist völlig kostenlos und dann landest du dann bei uns im Discord drin und dann können wir da bestimmt weiterhelfen, wenn es ist. Jo, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Würde mich freuen, wenn wir uns dann heute Abend sehen. Heute Abend müssen wir nämlich ein bisschen mit dem LKW wieder rumfahren, müssen wir noch Holz liefern. Das ist immer recht interessant bei mir, ne? Bei mir immer ganz interessant, ne? wie ich da rumkarre mit dem Mülleimer, mit dem Russenmülleimer da in der Pampa. Und meistens habe ich immer das Glück, ne, ist immer ganz lustig, dass er mal kurz vorm Ziel umfällt und alles war für den Arsch, aber ja, ne, sieht ihr heute selber. Also macht es gut, mein Lieben. Also bis denn, tschüss, tschüss. Don't feel fucking